Ich glaube, unserer Geschichte fehlte noch das Ende. Odin hatte Ymir getötet und aus dem Leib des Urzeitriesen die Welt Midgard geformt. Er nannte sich Allvater, als sei er der Schöpfer und nicht der Vernichter des Schöpfers. Niederer, lüsterner Tyrann. Mimir? Ah, tut mir leid. Am besten machen wir an dieser Stelle Schluss. Wow, die eine komplette Stadt unter Wasser. Ja, Kleiner, eine vergessene Stadt. Wie hieß sie? Hab's vergessen. Ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Hab's auch gesehen. Freya hat gesagt, der Weltenturm von Jötunheim fehlt in dem See. Aber vielleicht nicht wirklich. In der Tat, höchst seltsam. Ich sehe etwas im Wasser. Müsste der Jötunheim-Turm stehen. Fühlt sich seltsam an. Zweifellos war geheime Magie daran beteiligt. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn du dafür empfänglich wärst. Kopf, du steckst voller Geschichten. Kennst du auch eine unterhaltsame? Ich muss doch sehr bitten. Er hat dich beleidigt. Hab ich gemerkt. Ihr wollt also einen echten Knüller. Nur zu gern. Seht euch die Geschichte von Rungnir, dem Baumwurm. Die wahre Geschichte. Oder erzähle dir die Geschichte später. Die Geschichte, die ich angefangen hatte. Ich wollte euch die Geschichte von Rungnir dem Baumwurm erzählen. Die wahre Geschichte. Es gab eine große Schlacht, stimmt's? Auf seinem Schrein sieht man ihn im Kampf gegen die Asen. Eine nette Geschichte, aber nein. Rungnir hatte bei seiner Geburt weder Kopf noch Herz. Darum vervollständigten die Riesen ihn mit Stein. Wir machen später weiter. Thank you.
fertig. Ich glaube, das ist die letzte. Die auch, oder? Na schön. Der etwas von uns will. Was ist los? Ich kam mit einer Gruppe Händler an diesen See. Wir suchten Schutz vor der Verwüstung. Doch konnten wir wissen, dass es am See der Neuen noch schlimmer war? Wir können deine Fehler nicht ungeschehen machen. Das weiß ich. Aber ich fürchte um Kapitän und Mannschaft. Ich glaube, sie sind noch unter Wasser. Sucht ihr sie für mich? Gibt es etwas, das du uns im Gegenzug anbieten kannst? Ich kann nur wenig bieten. Ich weiß nicht. Wartet! Bei meinem Tod trug ich ein wertvolles Erbstück. Es gehört euch, wenn ihr meine Leute findet. Gut. Danke. Du lernst dazu. Warum haben du und Mutter nie von der Verwüstung erzählt? Ich spreche nicht für deine Mutter. Aber sie war nie meine Sorge. Und deine auch nicht. Ist es nicht unsere Sorge, wenn alles um uns herum stirbt? Unsere einzige Sorge ist, Jötunheim zu erreichen. Ach ja? Wieso erkunden wir dann all diese Inseln? Ressourcen, die wir finden, verbessern unsere Ausrüstung. Wenn wir vom Weg abweichen, dann nur, um uns auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. Gut, wenn das bedeutet, dass wir uns weiter umsehen und anderen helfen. Thank you.
eine Geschichte begonnen. Ja! Die wahre Geschichte von Rungir dem Raufbold, einem Riesen mit Kopf und Herz aus Stein. Er war unglaublich stark, jedoch auch ein Einfallsblitzer. Odin sah ihn eines Tages durch Midgard wandern und fand ihn so amüsant, so harmlos, so gutgläubig, dass er ihn zu sich nach Asgard einlädt. Wir machen weiter. Noch eins, dann können wir die Nibelheim holen. Hier, Junge. Noch eins. Dies hier ist Thrym, ein Frostriesenkönig. Korrekt. Und zwar ein sehr listiger. Ist das Mjölnir? Hat er Thors Hammer gestohlen? Ja, eine Zeit lang. Viele von ihnen werden von Thor getötet. Na sowas. Thank you.
unheilbar. Noch ein Name. Kara. Noch eine Valkyrie. Das ist kein Zufall. Doch wer hat sie in Tyrs Feuerschalen geritzt?